Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Tune der Wüstenplanet. Lange nicht mehr gespielt. Fast eine Woche ist es her. Die blauen Augen sind noch da. Und los geht's. Vom Spiegel wegschauen. Ich muss mich erst wieder reinfinden. Mal gucken, was ich machen soll. Also ich spiele hier auf einem DOS-Box-Emulator und da habe ich wieder den alten Fehler gemacht. So, jetzt. Das sagt mir auch nichts mehr. Die Hara, das ist die jetzige Freundin noch. Später gibt es da eine andere. Die sieht noch ein bisschen cooler aus. Die Musik übrigens auf der Amiga-Version ist weitaus besser. Das habe ich aber glaube ich schon im letzten Let's Play gesagt. So, dann gucke ich mal hier, wie es aussieht, was meine Fremen-Drups gerade so treiben. Die tüfteln da schön vor sich hin. Und hier steht einer in Habana Tuek. Da muss man kurz mit dem Topter hinfliegen. Im Ornitopter. Sprung zum Ziel. Wir haben seit mehreren Tagen nichts von dir gehört. Ja, nicht genau. Bewegen. Oh, das ist aber sehr reichlich angewürzt. Sehr schön. Die hier, die wollen da nicht weg. Das habe ich schon versucht. Die mit ihrem Sandkriecher, die sagen, die sind in dem Siege geboren und sie gehen nur ungern weg. Deswegen fliege ich jetzt da hoch. Siegschrein. Spreche mit dem Anführer der Fremen. Erstmal gucken, ob der Stream überhaupt noch läuft. Es sind nämlich ein paar Leute schon da, die haben zugeschaltet. Ja, Stream läuft noch, sehr gut. Könnt ihr mal was in die Kommentare schreiben, wenn ihr einen Twitch-Account habt. Hakonnen sind nicht mehr weit von hier entfernt. Ja, ja, ich weiß. Wenn die angreifen, dann wird es schlimm. Deswegen Befehle an Trupps geben. Ich hoffe, der lässt sich bewegen. Ja, den kann man runter in ein gewürzreiches Gebiet schicken. Am besten dahin, wo ganz gelb ist. Später kann man mit denen auch telepathisch Kontakt aufnehmen. Jetzt geht das noch nicht, da kann ich hier drauf drücken, wie ich will, obwohl das Nachbar-Siege ist. Und deswegen muss ich jetzt dahin fliegen, weil die haben da einen Sandkriecher rumstehen. Wäre ja blöd, wenn die den nicht nutzen würden. Sage ich dem jetzt ausrüsten mit Sandkriecher. Mein Ornithopter kriegen sie nicht. Man sollte auch immer mal reingehen in das Siege und mit denen so reden, persönlich. Dann kriegt man auch ab und zu mal eine Meldung gesagt, hier ist ein Siege in der Nähe und geht doch mal dahin.
Aber wollen dich welche kennenlernen? Das war jetzt hier nicht der Fall, aber... Mal gucken, was in dem Siege drin ist. Sandmeister und Fremen? Bist du Paul Atreides? Die Stimme der Außenwelt? Für dich arbeiten, ich sehe nicht ein warum. Na, ja, die sind noch ein bisschen stoffelig und die wollen noch nicht. Aber wir kriegen sie alle. Der andere, der da drin ist, das ist der Sandmeister, der arbeitet schon für uns und der tut da das Gebiet erkunden und die Gewürzdichte herausfinden. Das muss gemacht werden, damit die dann anfangen können zu buddeln und nach Gewürz zu suchen. Mal gucken, ob eine neue Nachricht eingetroffen ist. Nein, keine neuen Nachrichten da. Sehr gut. Solange wie der Imperator uns in Ruhe lässt, bin ich eigentlich immer ganz glücklich. Wieso spricht er jetzt Englisch? Your mother was searching for you. Schlechte Übersetzung. Okay, wenn die Mutter uns sucht, dann müssen wir zur Mutter. Wo ist sie? Da ist die Hara. Ich spreche nochmal mit der Hara. Schöner Palast, sagt die. Genau. Sonst nix. Und hier, eine wunderschöne Aussicht auf die Wüste. Auf den Ornithopter. Da ist die Mutter, Jessica. Paul, hör mir zu. Geh allein in die Wüste und halte dich eine Weile dort auf. Lass sie in dich hinein. Das Gewürz ist allgegenwärtig auf dem Wüstenplaneten. Vielleicht vermag es dir, deine inneren Kräfte zu erwecken, doch musst du allein gehen. Das habe ich schon beim letzten Let's Play gemacht. Allerdings hat's nichts gebracht. Die Hara und der Gurney Halleck habe ich hier schon abgestellt im Palast, damit ich allein in die Wüste gehen kann. Aber rentieren tut sich das nur, wenn man das bei einem Sandkriecher macht. Weil der, das ist so ein kleiner Trick, der Sandkriecher, der... Hier ist einer. Dieser Sand... Ah, jetzt kommt die erste Vision. Nachricht ist im Palast eingetroffen. Gut, gut. Wie gesagt, das funktioniert beim Sandkriecher am besten, wenn der da so Gewürz oben rausspuckt. Da wird mir dann am schnellsten high davon und kriegt dann Vision. Dann gucken wir uns nochmal die neue Nachricht an. Von Imperator Shaddam der Vierte. Ich möchte heute eine Schiffsladung von 1050 Kilogramm Gewürz haben. Habe ich überhaupt so viel? Bestimmt. Was sagt die Hara? Bestimmt wieder schöner Palast. Achtung. Nee. Und all diese Schirme und sind nützlich? Fragezeichen. Ja, viel hat die nie zu sagen. Die andere, die, ich weiß nicht wie sie heißt, Carrie oder so ähnlich, die ist mir wesentlich sympathischer, die spricht auch mehr und ist dann auch die feste Freundin von Paul Atreides. Und jetzt sage ich dem Duncan Idaho, komm mit mir. Wieso? Der soll doch das Gewürz schicken. Achso, jetzt geht das erst. Jetzt funktioniert's. Und er sendet die Nachricht. Oder besser gesagt, das Gewürz.
So wird das gemacht, so wird das gespielt und so macht das unheimlich viel Spaß. Aha, die Antwort ist gerade eingetroffen. Wie lautet die Nachricht? Du hast die verlangte Gewürzmenge geschickt. Gut. Die nächste Ladung erwarte ich dann in 5 Tagen. Also, das heißt für mich, ich habe jetzt wieder 5 Tage Zeit. Nee, war nur ein Witz. Ein neues Let's Play zu machen. Kommt so eine kleine Zwischensequenz. Schau, Paul ist wieder da. Er sagt, er weiß über die Nachricht, die gerade eingetroffen ist, Bescheid. Paul, du hattest eine Mission, nicht wahr? Mission und all das Zeug verstehe ich nicht. Woher wusste er das? Sagt der Vater. Gut, komm nachher zu mir, Paul, und ich werde alles erklären. Egal, kommt alle auf den Balkon, ich möchte euch mit euch reden. Jetzt ist die hübsche Aussicht auch noch mit all diesen schönen Leuten hier. Hier links ist die Hara, dann kommt der Vater Herzog Leto Atreides, das ist der Duncan Idaho und die Mutter Jessica. Seht euch um, sagt mir, was ihr seht. Ich sehe Dünen. Normalerweise ist das hier ein Grafikfehler. Dieser Hintergrund dürfte nicht blau sein. Blau gesprenkelt. Er müsste eigentlich gelb sein. Oder so. Ja, so gelb-orange. Aber das hier ist die DOSBox-Version und die ist so ein bisschen buggyhaft. Ihr habt es ja auch vorhin gesehen mit dem englischen Zwischenkommentar. Aber es läuft immer noch besser wie die Amiga-Version, die ich installiert hatte. Und von daher... Ich tippe jetzt einfach mal durch. Eine alte Prophezeiung der Fremen besagt, dass ein Mann kommen und unserem Volk Glück bringen wird. Ich bin sicher, dass Paul dieser Mann ist. Immerhin. Paul hat 11 Sieges besucht und 6 Fremen-Trupps sind auf unserer Seite. Du hast gute Arbeit geleistet, Paul. Gurney, hast du... Aber wo ist Gurney? Hat irgendjemand ihn gesehen? So, jetzt wollen wir die Mutter mitnehmen. Ich komme nach, Paul, okay. Jetzt ist sie im Inventar, die Mutter. Im Inventar, wie ich das anhöre. Und hier müsste es eigentlich eine... eine versteckte Tür geben. Oder in dem Raum davor. Das ist zu weit. Hier mal fragen. Gibt's doch gar nicht. Ich hätte das nicht so schnell durchklicken müssen, aber ich weiß, dass es hier oder einen Raum davor eine Geheimtür gibt, nach rechts rein. Weil hier ist momentan kein Pfeil zu sehen, da kann man nicht reingehen. Und da ist der Gurney Halleck, der ist da von einer Falle, beschossen worden und liegt am Boden. Ich frage dich nochmal und lese mal durch. Hast du die Bedeutung der Veränderung? Dieser hat deinen Aufenthalt in der Wüste erkannt. Du kannst nun Fremen in einem bestimmten Bereich erreichen. Dieser Bereich wird sich bestimmt mit zunehmender Erfahrung vergrößern. Ja, das finde ich übrigens sehr, sehr cool. Dass man Fremen-Trupps über weite Entfernungen erreichen kann. Das ist dann so wie Telepathie. Und geht voll ab.
Dann braucht man nicht überall in jedes Siege zu reisen. Dann ist das wie so ein Strategiespiel. Man öffnet einfach die Karte und delegiert die Fremen-Drops mit der Karte. Der letzte Satz, das war interessant. Nee, dumm. Wo ist denn die Haare? Da. Hier hat man wieder nichts zu sagen. Und da, Duncan Idaho. Auch nicht. Und der Gurney Halleck oder der Vater. Gucken, was der Vater zu sagen hat. Gurney Halleck ist verschwunden. Hier geht's weiter. Ja, das hat er nicht gesagt. Hier geht's weiter. Das kam jetzt von mir. Er ist doch vor einer Weile noch im Palast gewesen. Seitdem hat ihn niemand mehr gesehen. Geh mit deiner Mutter und suche Gurney. Seht ihr es? Seht ihr es? Ich hab's gewusst. Die Mutter habe ich schon im Inventar. Also geht's nach unten. Und hier mit ihr reden. Ha, da ist er. Ich habe hier eine Geheimtür gefunden. Auf der rechten Seite. Jetzt auf einmal findet es. Und davor, was habe ich gesagt? Da liegt er auf dem Boden. Hab schon wieder gespoilert. Ah, die Tür hinter dir. Falle, sag's dem Herzog. Gut, die Mutter will jetzt hier bleiben, wenn ich mit ihr rausgehe. Genau. Ich werde hier bei Gurney bleiben. Muss ich hier sagen, sei still oder bleib hier. Sei still ist ein bisschen unhöflich, dann einfach bleib hier. Ich werde versuchen, Gurney aufzurichten. Sehr schön. Also mit dem Vater sprechen. Was? Gurney Halleck ist bewusstlos. Dieser Palast ist voller Fallen. Ah, dieser Con werden dafür bezahlen. Geh zu Tufia Havard, unserem Mentaten. Er hat den Palast erkundet und ihn nach Fallen abgesucht. Du findest Tufia im Kontrollraum. Also geht's wieder im Kontrollraum. Tufia Havard. Paul, wie schön, dich wiederzusehen. Der Herzog bat mich, dir zu helfen. Als Mentat werde ich unsere strategische Position unseren Gegnern, den Harkonnen, gegenüber analysieren. Der Tufia Havard sieht übrigens in dem Film Dune der Wüstenplanet nicht so aus wie dieser. Er sieht ein bisschen anders aus im Film. Und auch der Gurney Halleck wird gespielt im Film Dune der Wüstenplanet von Captain Jean-Luc Picard. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist Captain Jean-Luc Picard, das ist der zweite Captain der Enterprise. Nach Captain Kirk. Aber das wisst ihr ja sicher. So, soll ich den jetzt mitnehmen? Los gehen wir. Wir wollen diese Falltür genauer untersuchen. Die Falle konnte leicht gefunden werden. Ich habe sie gerade entfernt. Dahinter befindet sich eine Rüstungskammer. Lass uns in die Rüstungskammer gehen. Ich muss mit dir sprechen. Das ist die Rüstungskammer. Hübsche Rüstung. Wirklich sehr schön. Ich habe diesem Mann befohlen, die Tür zu bewachen. Hast du daran gedacht, die Fremen gegen unsere Gegner, die Harkonnens, einzusetzen? Jetzt haben wir die Harkonnen, nicht die Harkonnens. Ich würde sagen, das ist auch wieder eine englische Fehlerübersetzung. Wir müssen Gewürz abbauen, andernfalls wird der Imperator uns von dem Wüstenplaneten vertreiben. Aber die Harkonnens
sind hier auf diesem Planeten und sie kontrollieren fast ein Viertel des Planeten. Früher oder später werden sie sich gegen uns stellen. Darauf müssen wir vorbereitet sein, Paul. Paul, hör mir zu. Ich glaube, dass die Fremen fabelhafte Krieger abgeben könnten, wenn du einen ihrer Anführer auf deiner Seite hättest. Einen Anführer, der großen Respekt unter den Fremen genießt. Frag alle Fremen, die du kennst. Auch Hara. Und das ist der springende Punkt. Auch Hara. Die weiß nämlich, wo der Stilgar ist. Stilgar ist der Fremenführer. Und dann... ja, dann geht's richtig ab. Jetzt sagt auch zum ersten Mal die Hara mal wieder was. Ich habe von einem Fremen gehört, einem großen Mann, aber ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Tja, Hara, der heißt Stilgar. Ich bin immer noch bereit, dir zu folgen. Na gut, dann folgen. Ich weiß auch schon, wo der Stilgar ist, wo der abhängt. Aber wie ich jetzt da hinkomme, weiß ich noch nicht. Den Tufir brauchen wir nicht, den können wir hier lassen. Bleib hier. Und den JJ Okocha, nee, wie heißt der? Gurney Halleck, genau, den nehmen wir mit. Wenn er kann. Er steht ja schon wieder. Komm mit mir. Nun gut. Aber nur, um mit dir in die Rüstungskammer zu gehen. Diese Rüstungskammer ist sehr interessant für mich. Vergiss nicht, dass ich ein Experte in Kampftechniken bin. Schließlich habe ich auch dich ausgebildet. Als ein Meister der Waffenkunst erregen diese Waffen natürlich mein Interesse. Sie können mir Hinweise darauf geben, wie wir einen Kampf durchführen könnten. Tufi hat recht, wir müssen bereit sein und ich möchte daran teilhaben. Ich werde zunächst hier bleiben, aber ich hoffe, die Fremen bald in unserer Waffenkunst unterweisen zu können. Ja, ihr seht hier, das ist der Kopf von dem Gurney Halleck, und wie ich eben gerade schon gesagt habe, ähnelt der hier im Spiel überhaupt gar nicht dem echten Kopf von dem Jean-Luc Picard. Der sieht halt nur ein bisschen anders aus, und der Jean-Luc hat auch weniger Haare auf dem Kopf. So, das soll es erstmal gewesen sein. Ich habe mal wieder ein bisschen überzogen. Deswegen gehe ich jetzt hier ganz schnell ins Bett. Ins Schlafzimmer. Da ist das Bett. Ich schaue in den Spiegel. Spiel sichern. Und Tag 1 überschreiben. Erfolgreich gesichert. Perfekt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das Video wird auch noch abgeloadet bei YouTube. Ist übrigens einer meiner Renner, wird am liebsten geschaut, deswegen habe ich mich eben gerade mal dazu entschlossen, das zu spielen. Und direkt im Anschluss auch wahrscheinlich noch einmal der Clou oder morgen, ich weiß noch nicht. Ich spiele ja einfach das, was wonach ich am liebsten und wonach mir am liebsten ist. Und ja, so viel dazu. Habt euch wohl und noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Stream. Tschüss.